Die große Gefahr besteht darin, dass der Konflikt sehr schnell eskaliert. Sehr, sehr schnell eskaliert. Die Hisbollah und der Iran haben schon klargemacht, dass sie es nicht akzeptieren werden, dass Israel mit exzessiver Gewalt hier vorgeht. Die Hisbollah, die Partei Gottes, vom Iran unterstützt, ist ein sehr, sehr gut aufgestellter Verein, wenn ich so sagen darf. Die sind bestens ausgestattet mit schätzungsweise 150.000 Raketen, die sehr präzisionsgenau sind. Die Raketen der Hamas sind nicht sehr genau. Sie können zwar in Richtung Ashdod oder in Richtung israelischer Städte Raketen abfeuern, aber ob die dann tatsächlich auch dahin fliegen, wo man sie haben will, das ist im Grunde genommen dann eine Frage des Glücks in Anführungsstrichen. Während die Raketen, über die die Hisbollah im Südlibanon verfügt, das sind Raketen, die können auf den Quadratzentimeter genau eingestellt werden. Und wenn es wirklich hier zum großen Krieg kommt, dann wird man natürlich in Israel geneigt sein, mit freundlicher Unterstützung auch aus Washington, von Beirut bis Gaza einmal gründlich aufzuräumen und diesen ganzen Terror, wie man es betrachtet, zu beseitigen. Ja, aber wenn das geschieht, ja, dann werden nicht nur Abertausende Palästinenser und Araber und Libanesen sterben, sondern auch Abertausende Israelis. Dann wird Tel Aviv unter Beschuss genommen werden, Haifa unter Beschuss geraten, Westjerusalem. Kein Ort in Israel wird dann mehr sicher sein. Gut, der Westen wird uneingeschränkt zu Israel halten, aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine Atommacht, die Israel ist, notwendigerweise gegen Guerillatruppen der Sorte Hisbollah oder Hamas, die den Rückhalt weiter Teile der eigenen Bevölkerung besitzen, ist ein Irrtum anzunehmen, dass man diese ohne weiteres besiegen könnte. Es mag verheerende Zerstörung geben. Aber denken Sie an die Taliban in Afghanistan. 20 Jahre lang hat die NATO gegen die Taliban eine Truppe aus Sandalenkriegern Krieg geführt. 20 Jahre lang. Und am Ende haben die Taliban die NATO besiegt. Und ich würde nicht darauf wetten, ob es der israelischen Armee, die nun offenkundig doch nicht so ruhmreich ist, wie man das vielfach geglaubt hat, jedenfalls nicht bis zum Überfall der Hamas. Ich bin mir nicht sicher, ob die israelische Armee wirklich die Möglichkeit hat, das so ohne weiteres diesen Krieg zu beenden, der sich dann über Monate hinziehen würde. Wie Sie wissen, machen hiesige Medien und die Politik natürlich nicht allein die Hamas für den Angriff auf Israel verantwortlich, sondern allen voran Iran. Es gibt allerdings keine Beweise dafür, dass der Iran hinter diesem Angriff steht. Es gibt viele Mutmaßungen, dass es hier, sagen wir mal, eine politische Allianz gibt zwischen den beiden, ist völlig klar. Aber die Behauptungen, die aufgestellt werden, dass der Iran nun sozusagen zu diesem Angriff ermutigt hätte, dafür gibt es bis jetzt jedenfalls keinerlei Belege, keinerlei Beweise. Und man muss mit diesen Aussagen sehr, sehr vorsichtig sein, denn sie dienen der Legitimation eines möglichen Krieges gegen den Iran. Darüber muss man sich im Klaren sein. Erinnern Sie sich noch an die Massenvernichtungswaffen, die der Irak unter Saddam Hussein angeblich besaß und um deren Willen natürlich die USA und Großbritannien und eine Koalition der Willigen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak geführt haben, um die Welt zu schützen vor diesen Bösen. Ja, die hat es aber nie gegeben, diese Weapons of Mass Destruction, diese Massenvernichtungswaffen. Das war eine propagandistische Erfindung derer, die diesen Krieg wollten, mit dem Ziel, Saddam Hussein zu stürzen. Und natürlich wollen die USA, wollen Israel, wollen möglicherweise auch arabische Staaten, dass das Mullah-Regime gestürzt wird. Aber niemand begehe den Irrtum zu glauben, dass dieses möglich sei. Wir sind ja nicht gewohnt, politisch, analytisch zu denken. Wir sind nicht gewohnt, geopolitisch zu denken. Und wir haben dieses Narrativ, das daran besteht, dass also die Bevölkerung im Iran nur darauf wartet, dieses Regime stürzen zu können. Das ist ein Trugschluss. Man muss davon ausgehen, dass es immer noch genügend Unterstützung im Iran für dieses Regime gibt. Und vergessen wir nicht, dass der Iran zwei sehr, sehr gute Freunde hat, in wirtschaftlicher, militärischer und politischer Hinsicht, nämlich China und Russland. Wenn Israel und/oder die USA den Iran angreifen sollten, dann explodiert der Nahe Osten. Und dann wird das, was dann geschieht, gemessen daran, ist dann der Krieg in der Ukraine wenig mehr als ein harmloses Scharmützel. Ich sage das ganz bewusst so. Dann fliegt die Region des Nahen und Mittleren Ostens in die Luft. Nichts ist dann mehr sicher. Welche Regime überleben werden oder nicht? Niemand weiß es. Allahu a'lam. Gott weiß es am besten. Ja, das weiß niemand. Dann kann alles passieren. Dann kann wirklich alles passieren. Dann ist, wenn ich so sagen darf, dann ist Polen offen. Und niemand kann absehen, was dann passiert. Das kann auch zu einem Dritten Weltkrieg führen. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass China und Russland den Iran fallen lassen werden. Sie werden Teheran alles geben an Unterstützung, möglicherweise diskret, aber sie werden alles dafür setzen, dass ihr darauf setzen, dass ihr enger Verbündeter in Teheran an der Macht bleibt. Anders anzunehmen wäre sträfliche Naivität. Und wohin das alles führen kann, das mag man sich wirklich nicht ausmalen.
Es wäre auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Verheerung. Was meinen Sie, was mit den Energiepreisen, mit Öl und Gas passiert, mit den Preisen auf dem Weltmarkt, wenn es zum Krieg kommt in der Region? Wir haben jetzt schon in Deutschland massive Probleme, die deutsche Wirtschaft hat massive Probleme, wegen der Boykottmaßnahmen gegenüber Russland. Darüber habe ich in anderen Podcasts Auskunft gegeben. Wenn jetzt noch ein weiterer Ölpreisschock dazukommt und die Preise weiterhin explodieren, dann wird die hiesige Volkswirtschaft massiv in Straucheln geraten. Das alles bedenken aber unsere ruhmreichen politischen Vertreter nicht, die sagen, wir sind alle Israelis. Die denken ja nicht über den Tag, über das emotionale Moment hinaus, sondern sie handeln bauchgesteuert, ohne Sinn und Verstand. Es ist doch nicht erforderlich, dass die Bundesregierung sagt, im Zweifel werden wir den Israelis alles liefern, was sie brauchen, auch Waffen. Als ob es Israel an Waffen fehlen würde, als ob es in der Region an Waffen fehlen würde. Ja? Das Problem ist nicht militärisch zu lösen, um das es hier geht. Der Kern ist das ungelöste Palästina-Problem.